Godzilla. Mongo fight all monsters. Vergiss 5D. Das ist Butter von gestern. Eine neue Anmeldung auf 43D. Wir haben eine neue Anmeldung bei Ihrem Google-Konto auf einem 43D-Gerät festgestellt. Wenn Sie das waren, müssen Sie nichts tun. Wenn nicht, helfen wir Ihnen, Ihr Konto zu sichern. Aktivität überprüfen. Aktivität überprüfen. Eine neue Anmeldung unter Windows. Wir haben eine neue Anmeldung bei Ihrem Google-Konto auf einem Windows-Gerät festgestellt. Wenn Sie das waren, müssen Sie nichts tun. Andernfalls helfen wir Ihnen, Ihr Konto zu sichern. Aktivität überprüfen. Aktivität nicht überprüfen. Google My Business. Ewiger Mungo ist jetzt Administrator. Ewiger Mungo kann jetzt das Konto Ewiger Mungo verwalten. Google My Business. Ewiger Mungo, Sie haben eine Einladung erhalten. Ewiger Mungo hat Sie eingeladen, Miteigentümer von Ewiger Mungo zu werden. Einladung annehmen. Einladung annehmen. YouTube, Sie wurden eingeladen, als Manager auf den Kanal Ewiger Mungo zuzugreifen. Manager können alles anzeigen, Berechtigungen verwalten, live gehen und Inhalte erstellen, bearbeiten und löschen. Schritt 1. Sie benötigen einen YouTube-Kanal, um auf Ewiger Mungo zuzugreifen, Kanal erstellen. Schritt 2. Sobald Sie einen Kanal haben, nehmen Sie diese Einladung an, um Zugriff auf Ewiger Mungo zu erhalten. Einladung annehmen. Wenn Sie diese Einladung annehmen, können Personen mit Zugriff auf diesen Kanal Ihren Namen, Ihr Avatar, Ihre E-Mail-Adresse und die Änderungen sehen, die Sie am Kanal vornehmen. Nutze deine ID, um erweiterte YouTube-Funktionen zu erhalten. Mit einer einmaligen ID-Verifizierung erhalten Sie Zugriff auf erweiterte YouTube-Funktionen. Dieser zusätzliche Schritt hilft uns, Spammer einzuschränken und eine sichere Community für alle aufrechtzuerhalten. Wir helfen Ihnen dabei, ein Foto Ihres Ausweises einzusenden. Der ewige Mungo hat keinen Ausweis. Wenn Sie möchten, können Sie auch auf diese Funktionen zugreifen, indem Sie eine 30-sekündige Videoverifizierung erstellen oder Ihren YouTube-Kanalverlauf erstellen. Verifizierung starten. Also ich bin unfassbar und dann... Euer Major Mitters, Special Operations Commander, beziehungsweise Major. Major Mitters. Sie können den Zugriff auf erweiterte Funktionen am 12. November erneut beantragen. Ihnen wurde kein Zugriff auf erweiterte Funktionen gewährt, da wir davon ausgehen, dass Sie möglicherweise zuvor gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen haben. Beim Versuch, unsere Community zu schützen, liegen wir manchmal falsch. Wenn Sie meinen, dass wir diese Entscheidung überdenken sollten, können Sie uns vor dem 12. Oktober in einem Einspruch mitteilen? Warum? Die meisten Einsprüche werden innerhalb von 24 Stunden geprüft. Wenn wir bestätigen, dass Sie versuchen, unsere Richtlinien zu umgehen, wird Ihr Konto möglicherweise gekündigt. Major Mitters! Du hast keinen Zugriff mehr auf erweiterte YouTube-Funktionen. Ihr Antrag auf Wiederherstellung der erweiterten Funktionen war erfolglos. Aufgrund Ihres mutmaßlichen früheren Verstoßes gegen die YouTube-Richtlinien kann Ihr Konto gekündigt werden. Google My Business. Ewiger Mungo. Ewiger Mungo ist jetzt Manager. Ewiger Mungo kann jetzt Ewiger Mungo verwalten. Google My Business. Ewiger Mungo ist jetzt Inhaber. Ewiger Mungo ist jetzt gemeinsamer Inhaber des Kontos Ewiger Mungo. Und Major Mitters.
Ihre Zugriffsberechtigung wurde geändert. Sie sind jetzt Inhaber des Kontos Ewiger Mungo. Google My Business. Ihre Zugriffsberechtigung wurde geändert. Sie sind jetzt Inhaber des Kontos Ewiger Mungo. Und nicht Major Mittas. Also ich bin unfassbar und an Ewiger Mungo. Sie sind jetzt Eigentümer. Sie sind jetzt Miteigentümer von der Ewige Mungo. Ja, gut gemacht, Mungo. Danke, Traugitteruntersuchungsrot. Ja, das ist eine Katastrophe. Wieso? Deine Geschichte stimmt doch jetzt fast. Dank dem Mungo. Ihr Zugang hat sich geändert. Ewiger Mungo hat sie zum Haupteigentümer von Ewiger Mungo gemacht.